Konnichiwa, Leute, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's... Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Video für die Let's Player Challenge. Für alle Leute, die nicht wissen, was die Let's Player Challenge ist, die klicken einmal darauf. Und für alle Leute, die schon wissen, was es ist, die bleiben mal kurz hier und schauen sich dieses großartige Video an. Das Spiel, was ich mir ausgewählt habe, habe ich schon mal in einem Let's Test gezeigt und ich finde es persönlich auch ganz cool. Und zwar Sauerbraten, ne? Also jetzt nicht verwechseln mit dem... Ja, mit dem Essen, sondern das ist wirklich ein Spiel, das ist ziemlich ähnlich wie Quake und hat auch sonst einige geklaute Inhalte. Zum Beispiel hier diese Map, die ist nämlich von Counter-Strike, sie heißt Dust2. Und was gibt's da noch großartig zu sagen zu dem Spiel? Eigentlich nicht viel, abgesehen davon, dass es einen deutschen Titel hat, auch wenn es gar nicht eine deutsche Produktion ist. Scheiße. Und es ist eben halt ein Fast-Paced. Ach, Nutte. Fast-Paced Ego-Shooter. Das sind, glaube ich, so die generellen Fakten, die man hier so ankratzen muss, wenn man so ein Spiel hier mal testet oder spielt oder, naja, ein bisschen rumnoobt im Spiel. Ja, nichtsdestotrotz versuche ich natürlich, mein Bestes hier zu liefern für die Let's Player Challenge. Ja, ich habe extra darauf gewartet, bis ich mal gut gelaunt bin und dann gesagt habe, hey, aufnehmen! Ja, also natürlich nehme ich immer nur auf, wenn ich gut gelaunt bin, aber heute bin ich mal extra gut gelaunt. Weil ich die ganze Zeit sterbe wegen diesen scheiß Noobs. So. Wir spielen übrigens Capture the... Ah, da ist noch einer! Da ist auch einer! Bist du... Nein! Wir spielen übrigens Capture the Flag, das heißt, es geht darum, die gegnerische Flagge zu klauen und zu seiner Base zu bringen, so in Kurzform. Und eigentlich wollte ich auch Counter-Strike spielen, also Counter-Strike Source. Aber das geht leider nicht, weil mein Fraps irgendwie Counter-Strike Source momentan nicht annimmt. Keine Ahnung wieso. Muss ich nochmal später irgendwann herausfinden, aber... Na lol. Come on! Oh. Hihi, tot. Zeig dich. Alter! Nach all den Jahren von Sauerbraten sind hier wirklich noch Pro-Noobs übrig geblieben, ja. Das ist echt unglaublich. Nicht was für einige Profis. Alter! Seht ihr einmal kurz, sieht man den Gegner, zack, tot. Das meine ich. Das sind hier die richtigen Profis. Zeigt euch. Pff. Na los! Oh, scheiße. In dieser Axt, ne? Der hat mich jetzt auch schon, glaube ich, zum vierten Mal gekillt oder so, ey. Ich dachte, dass das Deo-Spray soll einem helfen und nicht einen killen. Jetzt mal ehrlich. Pff. Na, scheiße. Lol, der hat unsere Flagge. Nein, komm, komm, ich muss unsere Flagge. Nein! Scheiße, ey. Oh, jetzt hat unsere Flagge. Aber ich kriege sie zurück. Denn ich bin der beste Spieler, den es überhaupt hier gibt. Oder ich glaube einfach die gegnerische Flagge. Weil dann können die Gegner nämlich auch nicht punkten. Ja, ich erkläre das hier nochmal kurz. Ich denke zwar, die meisten werden wird Capture the Flag fast sagen, aber vielleicht nicht unbedingt jedem. Och, komm schon. Hier bei den ganzen COD-Noobs wäre das vielleicht auch gar kein Wunder, wenn das nicht alle kennen. Wobei, gibt es Capture the Flag in COD? Ich glaube nicht. Na! Ah! Was für ein Noob! Was für ein Noob! Boah! Leck! Ja? Bam! Ich habe ein Leck in meiner Blase, ja? Ich lasse einfach nur laufen. Das kommt davon, weil ich nur ein Ei habe. Nein! Mann! Ach, scheiße. Nein! Alter! Immer diese miesen Leute, die mich abknallen wollen. Wieso wollt ihr mich denn abknallen? Bäm! Ah, so wird gekillt. Das war... Boah, da haben wir uns, glaube ich, gegenseitig gekillt. Alter! Scheiße! Na, come on! Come on, come on, come on! Faster, faster! Ach, scheiße! Oh Mann. Ja, rumgefluche, das kann ich schon mal gut. Aber was habt ihr erwartet bei einem Shooter, ey? Vor allem bei so einem geilen. Das war mein eigener. Komm, lass dich killen. Bam! Headshot! Wo ist die gegnerische Flagge? In der gegnerischen Base sind 20 Leute von uns. Wuhu! Los, komm! Ich helfe unserem Typen jetzt mal die Flagge nach Hause zu bringen. Damit wir endlich punkten können, ne?
Ach scheiße, unsere Flagge wurde auch schon wieder gestohlen. Da ist sie. Da ist sie. Nein! Ach, dieser Alte. Der Ast, ne, der kann gar nichts. Den breche ich gleich vom Baum ab. Scheiße, nicht getroffen. Oh, ja, der ist schon tot. Kniet da ein bisschen an der Bank, mehr wie die ganzen Christen immer in der Kirche. Wobei, ich bin ja auch getauft, also sollte ich vielleicht nicht zu sehr über Christen abziehen. Ja, ihr seht, mit der Waffe kann man nicht auch höher springen, weil die nämlich extrem Rückstoß hat. Und damit bin ich jetzt über dieses geile Gebäude rüber geklettert. Boah, leck. Nein, piss dich. Ja, irgendwann habe ich getroffen. Was ist denn falschen? Komm schon. Nein! Ja! Oh, das war ein episches Battle, ey. Ich hab's verloren! Warum? Lol, der hat unsere Flagge. Nein! Komm schon! Nein! Ah, der war so knapp! Der war so knapp! Puh! Dein Herz rast auch schön. Ja! Ein bisschen. Weil das hier so abgeht. Das geht ja so ab, das ist ja wirklich unglaublich. Komm schon. Boah, ja, einfach ein neuer. Nein. Ah. Fuck. Oh, nur mal diese 3 Sekunden warten, ey. Die kommen einem vor wie 20 Sekunden, ja? Oder wie 3 Minuten oder 3 Stunden. In your face. Juhu. Ja, für die gegnerische Flagge. Nein! Oh, der hat dich fast auch erschossen. Ganz knapp die Millimeter, die da noch gefehlt haben. Ja, Sauerbraten, hier kommen richtige Emotionen hoch. Okay. Wo sind die verschwunden? Mit unserer scheiß Flagge. Ja, wer hat sie... No. Egal, ich hab sie zurückerobert. Ich bin der beste Spieler hier, ja. Wobei rechts, da sieht man ja auch, hier bei der... Bei Tab, ne, hier. Da sieht man auch... Wie gut die Spieler sind, je weiter oben die gelistet sind, desto besser sind die. Und ich bin 5 Beste aus meinem Team. Und diese kurze Spielpause macht bestimmt nicht besser. Nee, nee. Oh, oh. Aber ich glaube, da werden nur die Kills gezählt oder so. Weiß nicht genau. Komm schon. Hier gibt es übrigens auch Friendly Fire, aber das ist ganz gut gelöst. Denn sobald man ein paar von seinem Team gekillt hat, kommt es zu der Situation, dass man einfach vom Server gekickt wird. Und zwar mit der IP gekickt wird. Ja. Das heißt, man kann auch nicht mit einem anderen Account drauf. Und auch niemand, der das gleiche WLAN-Netzwerk benutzt, kann darauf. Zum Beispiel, also wahrscheinlich von eurer Familie. Ja, das heißt, eure ganze Familie ist dann da gebannt. Alter, die führen ja 9-2! Okay, die haben gleich gewonnen. Komm, dann noch ein bisschen Verteidigung. Ja, das war Top-Verteidigung. Ich sollte Libero werden. Och, komm. Ja, und hier bei der Let's Play Challenge versuche ich mich natürlich von allen Seiten zu zeigen, ne? So, und da quatsche ich vielleicht auch noch gleich ein Thema an. Das wäre vielleicht noch mal ganz praktisch. So, Themenzettel rausgepackt. No! Na, diese ganzen Noobs, die wollen mich immer nur killen. Nur weil ich eine Lady bin. Oh! Wow, leggy leg leg. Und damit ist es aus 9-2. Wir haben leider verloren. Ich schreibe noch gerade GG. Ich bin ja kein unfairer Mappel. Und ich glaube, ich mache noch ein zweites Spiel. Das ist ganz gut, weil ein Spiel dauert um die 10 Minuten. Dann zwei Spiele, 20 Minuten. Klingt logisch. Ich wähle auch mal gerade die Map. Und dann... Ja, die Let's Player Challenge soll ja 15 bis 20 Minuten lang sein. Deswegen... sind zwei Spiele, denke ich mal, ganz gut. Weil eineinhalb wäre ein bisschen scheiße. Das wäre so... Ja, wenn schon, denn schon, ne? So, Campo spielen wir. Ja, ein bisschen auf dem Campus hier. Oh Gott, College auch noch. Oh Gott, und studieren. Da komme ich ja auch noch bald hin. In 2 Jahren schon. Uiuiui, ich habe noch gar keinen Studienplatz. Also, beziehungsweise genau, was ich studieren soll, weiß ich noch gar nicht. Da muss ich mich auch noch mal ein bisschen anstrengen. Na komm. Komm schon. Ich muss unserem Team helfen. Die Flagge. Ja. Boah, habt ihr den Kill gesehen? Da müssen wir eigentlich in der Zeitlupe abspielen. Der war ja wohl... Ja. Penis im Mund. Nein, der war ja wohl echt phänomenal, dieser Kill. Einfach so rübergeschwenkt und zack, abgeschossen. So gehört das. Bam. Na,
holst ja gleich die Flagge. Nee. Okay, dann ist er wohl schon gestorben. Die Drache, ey, Alter, da kommen die ganzen Drachen hoch. Komm schon. Aua! Was schießen die mich denn immer ab? Finde ich gar nicht nett. Finde ich sogar unnett. Ja, also nicht nett. Ja, finde ich böse. Wo ist das Gegenteil zu nett? Nicht nett. Oh Gott, scheiße, jetzt habe ich mich darüber geschossen. Scheiß Rückstoß, ey. Nein. Alter, lass dich abschießen. Digga! Fuck. Egal, ich wollte ja noch ein Thema bequatschen. Schon ganz vergessen. Und das nächste Thema, was ich so auf meinem magischen, zionischen Zettel stehen habe, ist Alltag. Ja, also der Alltag ist gerade bei mir recht langweilig, ja. Kennt man vielleicht so als normaler Schüler auch aus der Vergangenheit oder vielleicht seid ihr ja noch Schüler, weiß ich ja nicht genau. Auf jeden Fall kennt man ja so den Alltag als Schüler. Ja, Schule, Hausaufgaben machen, oder auch nicht Hausaufgaben machen. Und dann, ja, gammeln, faul sein. Gammeln, ja, das ist eigentlich so der Alltag eines guten deutschen Schülers. Wobei ich mit gut meine jeden. Oh, ich mach gleich einen Punkt. Weehoo! Oh, nee. Das nenne ich punktastisch. Damit habe ich jetzt wohl auf den Punkt gebracht. Wie vorzüglich. Komm, lass... Ja! Boah. Das war auch gerade noch so gekillt, ey. Ah, scheiße. Bam. Bam. Oh, scheiße. Ja. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Oh, jetzt wurde er erschossen. Bam. Ich bin... Boah, scheiße, ich wollte da oben noch weiter. Oh, lol. Boah. 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 Scheiße. Ah, das ist doch doof hier. Ich kann ja einfach mal... Ich habe das Thema jetzt ziemlich oberflächlich nur angekratzt, ja, weil ich die ganze Zeit hier durch das Spiel abgelenkt bin. Ist ein bisschen anders als zum Beispiel in Minecraft, wo man ein bisschen freier über das Thema quatschen kann, weil man... Ja, weil einfach der... Die Variable der Ablenkung nicht ganz so stark ist. Los, komm! Buddy, du schaffst das! Du bringst unsere Flagge zurück zur Heimat. Oder die gegnerische Flagge zurück zur Heimat. Denn du bist der Held. Naja, denn ich halt die gegnerische Flagge. Und mache jetzt deinen Punkt. Und Punkt. Ja, ich wollte jetzt ein neues Thema bequatschen. Ich lasse mich viel zu leicht ablenken, das merke ich schon. Das ist aber schwierig, gut zu spielen, kommentieren. Ja, und dann auch zu was Festem kommentieren und nicht einfach nur sagen, oh, scheiß Spiel, sterb die ganze Zeit, ich bin voll der Noob und so. Zum Beispiel... Das Thema, was ich mir sonst noch aufgeschrieben habe, YouTube-Veränderungen. Ja, und damit meine ich solche Sachen wie das neue Design, die neuen Kanäle, die Einstellung von einzelnen YouTubern, beziehungsweise so von der YouTube-Community an sich, dass sie viel rauer geworden ist und so weiter. Also YouTube hat in letzter Zeit sehr, sehr viele Änderungen erlebt. Das kann ich als althergebrachter YouTube-Suchti bestätigen. Denn YouTube, das ist für mich ein Hobby seit wie vielen Jahren? 4? Keine Ahnung. Also seit 4 Jahren gucke ich ungefähr, seit einem Jahr mache ich ungefähr Videos. Und oh, hi Buddy. Nein! Scheiße. Ich hole mir jetzt die Flagge. No. Naja, und dieses neue Kanaldesign und dieses Kommerz bei YouTube. In letzter Zeit oder in den letzten Jahren finde ich, das hat den Sinn ein bisschen von YouTube verfehlt, weil für mich ist YouTube oder war zumindest eine Plattform, wo man gesagt hat, hey, lass mal ein lustiges Video machen, hey, lass mal hochladen, hey, finden andere Leute bestimmt auch lustig. Und es hat sich mittlerweile so sehr dazu entwickelt, zu diesem Professionellen hin und zu diesem, ja, Kommerzen, diesem Geldgeilen, dass einfach so der Spaß an der Sache ein bisschen fehlt. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Natürlich will ich nicht sagen, dass YouTube gar keinen Spaß mehr macht, ne? Sonst würde ich das YouTube-Ding hier auch nicht machen und auch nicht YouTube gucken. Aber es macht halt eben halt, es hat halt nicht mehr so diesen geilen Eindruck von früher. Ja. Schade, schade, Schokolade. Kann man leider auch nichts ändern.
ist natürlich auch klar, dass im Laufe der Zeit sich YouTube professionalisieren wird mit Werbeeinnahmen, Trilalo, ne, also kennt man ja alles, Werbeeinnahmen und Anzeigen und dies und das, ja, gesponserte Kanäle, bla bla bla. Naja, klingt ja auch logisch, ne? Wiederum muss man natürlich sagen, gegenüber dem Fernsehen ist es natürlich immer noch recht, ja, recht schlecht von der Professionalität her. Also beim Fernsehen, da tritt wirklich diese Sendung wie How I Met Your Mother oder so, wo jedes einzelne Wort genau durchgescriptet ist und YouTube ist immer noch sehr spontan, vor allem auch hier Let's Plays oder sowas, und deswegen natürlich nicht ganz so professionell. Aber ich darf jetzt leider nicht überziehen, weil darf nur leider 20 Minuten lang sein, diese Let's Player Challenge hier. Und deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Und man sieht sich auch beim nächsten Mal bei der Map Hallo. Oder auch nicht, ja. Aber man sieht sich einfach beim nächsten Video. Punkt aus. Haut rein.